Ich habe mir den Leica Cosmo Kastenwagen angeschaut und zwar die Version 5,99 Meter mit einem Schlafdach. Und wie es mir daran gefallen hat, das seht ihr jetzt. Hallo, ich bin Katja und ich bin unterwegs im Kastenwagen zusammen mit meinem Mann und ich blogge als Hinfahren, also www.hin-fahren.de. Bei mir findest du tolle Reiseberichte und Tipps zu Kastenwagen und Wohnmobil und natürlich zum Camping, weil das mache ich schon über 50 Jahre lang, auch wenn man es mir nicht ansieht. Tschüss! Ja, der Leica Cosmo. Der Van, der hier am Strand steht, wirklich hübsch. Oben alles Mögliche an Plaketten, das Leica-Logo. Okay, dieser hier in weiß. Ich bin natürlich eher Fan von Metallic-Lackierung. Die Schränke und nicht zu verachten, hier hinten auch jede Menge Stauraum. Serviceklappen. Ich schau mal hier. Hier versteckt sich das Gasfach, kommt man ganz normal dran. Ja, natürlich die übliche Kante. Die ist aber verstärkt, damit es keine Splitter gibt. Das sieht gut aus. Auch hier die üblichen Sachen zum Festmachen. Welche Fenster sind verbaut im guten Van? Ja, die üblichen Verdächtigen. Mal sehen, wie der von außen so wirkt. Ja, hier passen sich wunderbar an. Gute Farbe, verdunkelt. Also der Cosmo 6.0 von optisch, von außen und beim Eintreten schon mal wirklich guten Eindruck macht. So sieht er aus. Lass uns mal ein bisschen schauen. Oben der Einstieg ins Bett. Ansonsten hinten das klassische Doppelbett. Hier seht ihr die Küche, Schrankraum und mal sehen, was sich hier hinter versteckt. Jede Menge Schrank. Was natürlich, wenn man zu viert unterwegs ist, schon mal ganz wichtig ist. Der Kühlschrank hier oben und noch ein Zusatzschrank. Schließt ordentlich. In diesem Bett kann man auf jeden Fall zu zweit schlafen. Und hier in den Schränken ist auch noch Platz für Klamotten. Sehr angenehm. Oh, ein Haken. Ich bin ja Fan von solchen Kleinigkeiten. Schlafen ist auf einem Lattenrost möglich. Die Matratze fühlt sich ganz gut an. Ihr seht vielleicht, wie weit meine Hand einsinkt. Die kann man auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten eine andere. Der Clou ist das Bad. Das versteckt sich hinter dieser Tür. Die ist auch, die geht auch richtig zu. Also ich habe jetzt schon Schwierigkeiten mit einer Hand die aufzumachen. Das heißt, wenn man damit fährt, dann klappert es nicht. Das Bad ist groß, oben natürlich kein Fenster, weil ja oben das Schlafdach drauf ist. Ein großer Spiegel, haben viele Kastenwagen sonst nicht. Der Platz auf der Toilette sieht auch gut aus. Und unten würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr ein Fahrzeug habt mit Duschwanne, nehmt das Brett dazu. Es ist unangenehm und empfindlich, wenn man da mit Schuhen drauf steht. Sonst in der Duschwanne, die geht auch kaputt. Das Auto hat noch ein Fenster, das heißt, ihr könnt da gut lüften. So, jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, wie es was passiert, wenn wir das, die Tür zumachen, ob der Platz reicht. Ja. Ich kann mich sogar auf die Toilette setzen. Meine Knie, mal sehen, ob ich euch das zeigen kann, stoßen nicht an. Und ich bin ja nicht so ganz die allerdünnste.
ein bisschen unangenehm ist das Waschbecken, aber für mal aufs Klo, also für ein Van, nicht schlecht. Zeig's euch nochmal, wie das hier aussieht. Ne? Das kleine Waschbecken, okay, mit der viereckigen Form, das muss man ausprobieren, ob es da auch so viel Spritzer gibt. Das Übliche ist, ist natürlich wieder hier die Dusche und Waschbecken. Ihr könnt es aber auch nach draußen ziehen, wenn die Kinder mal vom Strand kommen und dann entsprechend duschen. Was mir sehr gut gefällt, hier gibt es schon Haken. Die sind integriert in eine Leiste und hier, wo der Duschvorhang dran kommt, macht auch einen recht stabilen Eindruck, ist an mehreren Punkten befestigt. Könnte man auch ein Handtuch aufhängen. Ansonsten ist da hinten noch die Möglichkeit. Ja, ein Schrank im Bad mit Pushlock. War nicht ganz zu, deshalb hat es eben nicht so schön geklickt. Sieht sehr ordentlich aus. Gefällt mir gut. Das Licht auch ausreichend. So, dafür habt ihr dann noch mehr Schrankraum. Ein riesengroßer Kleiderschrank. Da könnte man jetzt natürlich auch Klamotten reinhängen oder einfach Fächer reinmachen. Oder wer weiß, was man da sonst noch reinstellt. Die Schränke schließen ordentlich. Also Leica hat ja sowieso den Ruf einer guten Verarbeitung und das sieht wirklich ordentlich aus. Der Boden, angenehmes Material. Fühlt sich weich an und hält bestimmt auch einer Familie statt. Und hier verbergen sich Schieber. Das heißt, da kannst du auch ordentlich was einpacken. So, mal sehen, wie ist denn das? Der Tisch hier, kann man sich da noch ordentlich hinsetzen? Ja, passt. Gefällt mir. Oben sogar noch ein Fach hier. Ganz wichtig, da verstaue ich ja immer meine Jacken bei mir im Auto. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stauraum. Und hier das Fenster mit Fliegengitter, damit du oben auch das Gefühl hast, richtig schön frei zu sein. Hoch geht's über eine Leiter, die ist irgendwo verstaut. Ich nehme mal an, hier. So, jetzt machen wir mal einen Blick, wie es hier oben aussieht. Ich lasse mal meine Kamera gucken. Ja, Platz für zwei und an der Seite noch jede Menge Fenster. Wie das Dach funktioniert, kann ich jetzt natürlich nicht ausprobieren. Ich glaube, dann kriege ich Ärger. Kommen wir wieder runter. Wir sind im Cosmo Camper Van von Leica. Und da haben sich die Leute von Leica wirklich was überlegt. Mir gefallen. Also bei Leica, ich wollte euch ja sagen, der Van ist 5,99 Meter lang. Hat natürlich jetzt hier nur eine kleine Motorausstattung, was will man für den Preis sonst erwarten. Und ganz wichtig, Zuladung steht hier, 470 Kilo. Ob hier schon das Bett berücksichtigt ist, das muss ich erst nochmal nachrechnen. Zulässiges Gesamtgewicht 3300 Kilo, wenn es möglich ist, vielleicht auf 3,5 gleich auflasten. Dann habt ihr mit der Familie mehr Platz und Raum und Gewicht. Ich bin im Cosmo Camper Van von Leica. Über den habe ich schon so viel gelesen und deshalb habe ich ihn mir angeschaut. Mir gefallen besonders die hellen Farben, das Braun und die gute Verarbeitung. Und ich habe ganz viele praktische Sachen gesehen. Viel Schrankraum, also für einen Kastenwagen für vier Personen. Die Sitzgruppe, das Polster, das Bett, das sind alles Sachen, die mir gut gefallen und das für einen Preis, der auch wirklich noch bezahlbar ist. Jetzt muss ich mal schauen, was das Teil auf die Waage bringt, weil da hängt ja manchmal für Familienfahrzeug wirklich der Wurm. Der hängt da drin, der ist da drin. Bis gleich. Du kannst den Leica natürlich auch ohne Aufstelldach kaufen und dann hast du ihn nur zu zweit. Wenn du ihn als Familie fahren willst, achte unbedingt auf die Zuladung. Ich werde weiter berichten. Heute der Leica Kastenwagen auf der CMT 2020. Wenn es dir gefallen hat, sag's doch einfach weiter. Mein Name ist Katja von hinfahren.
in-fahren.de.